Was geht ab? Heute packen wir mal die Röder-Bestellung aus, und zwar haben wir, wie gesagt, bei Röder bestellt. Röder findet ihr übrigens auch immer unten verlinkt, genauso wie den F3-Shop vom Pyrorob. Also wenn ihr da mal vorbeischauen wollt und bei Röder über meinen Link bestellen wollt, unterstützt ihr mich, das als Anfang. Und ja, dann würde ich mal sagen, schauen wir uns mal alle Kisten an. Wir fangen mal mit den interessanten Kisten an und zum Schluss zeige ich euch noch die Verbünde, die da sind. Also, ich schaue euch mal näher rein. Nö. Wir lassen es so. Oh. Ich zeige euch einfach mal alles, was drin ist. Was das jetzt alles für einen Wert hat, müsste ich dann mal online schauen. Ich weiß es gerade nicht. Es sind 3 Bestellungen gewesen. Ich habe die Bestellung aufgeteilt in 3 Bestellungen. Ja, so wie halt Geld reinkam, ne? So, schauen wir mal. Hier haben wir die Mine Kings. Ja, sollen Feuertöpfe sein. Ja, hab mir noch kein Video angeguckt. Hab sie einfach mal 2-mal mitgenommen, so wie es aussieht. Dann geht's weiter. Dann haben wir hier schon die Monstros Dezibel, so rum. Sind halt auch 30 mm Bombenrohre. Sind sehr gut, soweit ich weiß. Haben wir mal mitgenommen zum Testen. Dann haben wir hier noch eine schöne Sitzpinkler-Batterie. Musste einfach mal eine mit. Die hatte ich zwar schon mal, aber für den Preis eigentlich sehr gut. So, schauen wir mal weiter. Wir haben hier die Thunderlords. Wie gesagt, das ist für mich die Alternative zu den Crackling-Bällen. Komplett ohne Plastik. Kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Alter, ich stand mittendrin. Da müsste irgendwo noch so ein Ding sein. Ich habe 2 bestellt. Schauen wir mal. So, dann haben wir Moskitos. Und zwar 2 Displays. Ja, 2 Displays Moskitos. Ich denke mal, die wird jeder von euch kennen. Ich werde sie trotzdem mal einmal aufmachen. Für die Leute, die sie nicht kennen. Das sind sozusagen diese ganz kleinen Bienen, die dann einen Heuleffekt haben. Der richtig geil ist. So sehen die aus. Ui, toll. Sind halt kleine Bienchen. 24 Stück im Display drin. 2 Stück haben wir uns geholt. So, dann schauen wir mal. Hier ist eine Neuheit, und zwar der Ausputzer von der Pyromannschaft. Das waren diese 2 kleinen Vulkane, die so mit Silber anfangen, glaube ich. Und dann mit Crackling bunte Sterne enden. Ja. Kleines Zweierset. So, dann haben wir schon Neuheiten von Funke. So wie es aussieht, 3 verschiedene. Wir haben 1000 Kristalle, 1000 Rubine und 1000 Silbertaler. 1000 Silbertaler sagt euch was, und da haben sie halt verschiedene Effekte mitgemacht, ne? Mit platzenden Kristallsternen, mit roten Blinkern, wenn es Blinker sind. So, und dann haben wir gesehen, habe ich hier nochmal einmal die Rubine. Rubine ist halt das Schönste so von den Dingern. Weiß ich nicht, Digga. Eine weitere Neuheit sind die Neon Clouds. 2 verschiedene Feuertöpfe sind drin, mit Neonsternen und Crackling. Oder Silberquäckern, wie es genannt wird. Dann haben wir noch eine Batterie, und zwar die Arctic Horizon. Warum die hier drin ist, weiß ich nicht. Ich weiß gerade den Effekt nicht. Ja, ich denke mal, zum Testen mitgenommen für irgendein Video. Dann haben wir hier nochmal die Funkequäcker. Warte, ich muss selber gucken. Funkenquäcker von TN Kaliber 30. Von Funke, halt 5 Stück in der Packung. Für den Preis habe ich sie mir nochmal mitgenommen. Es waren, glaube ich, 15 Euro, soweit ich weiß. Und da haben wir schon den ersten Karton leer. Machen wir gleich mal weiter mit dem nächsten. Dann haben wir hier das größte Paket und auch das schwerste Paket. Schauen wir mal rein, was drin ist. Nachdem haben wir noch ein Mischpaket, und ansonsten kommen dann, glaube ich, nur noch Verbünde. Okay, wir fangen mal an. Und zwar haben wir hier die Red Wolves.
Das sind diese heulenden, wie die Moskitos, nur halt als Feuertopf und in groß. Sagt euch die Nighthowler was mit den Pfeifen und den Dings. Die haben diesen Wolf-Effekt, sag ich jetzt mal. Davon haben wir 3 Stück. Sind fürs 0 Uhr Feuerwerk. So. Jetzt haben wir hier einen Standfuß und noch einen Standfuß. Und jetzt haben wir hier erstmal von, muss ich schauen, PGE, die Multiflash, also Blinklichter, ja, Blink-Bengalus, sage ich jetzt einfach mal. Das haben wir noch, dann haben wir hier von Funke die Stroboscope Mix, das sind 3 verschiedene Formen. Ja, einfach mal zum Testen. Wie gesagt, was nicht fehlen darf, sind die Super Color Fountains. Sind im Preis gestiegen, kosten jetzt schon 5 Euro, aber da muss man sich langsam überlegen, ob es die noch wert sind. Eigentlich nicht, aber wenn er sie noch günstiger bekommt, irgendwo nimmt sie mit. Die sind wirklich ihr Geld wert. So, weiter geht's dann mit 2 Bekannten. Und zwar hier die Thunder Lords. Das ist das zweite, was ich bestellt hatte. Hat schon eine Delle, aber naja, meine Güte. So, dann haben wir nochmal die El Monstros. 2-mal insgesamt. Dann schauen wir uns hier noch ein paar Condor Feuervögel an. Ja, hatte ich noch nicht. Einfach mal zum Testen. So, dann geht's weiter. Jetzt machen wir hier von Argento eine Blutmond. Ja, von Argento sind immer sehr schöne Batterien dabei. Manchmal muss ich sagen, dass die Argento-Batterien oft die Funke-Batterien manchmal in den Schatten stellen. Letztens beim Vorschießen zum Beispiel war das so ähnlich. Jetzt weiß ich auch, wofür die Dinger sind. Das sind die Standfüße für die Red Wolves. Also diese Heuler. Dann haben wir hier einen Vulkan. Habe ich den bestellt? Ja, Fontäne Founder A. Das war der Vulkan vom Pyro Group. Da gab es noch kein Bild dazu, deswegen sagt er mir jetzt nichts. Den hatte ich bestellt, sobald er rinkam. Hier steht drauf Red Star Silver Glitter und Red and Blue Crackling Flowers. Werden wir uns mal anschauen, das Ding. Hört sich auf jeden Fall interessant an. So, dann haben wir die wunderschönen Funke Dreischlag. Und zwar einmal den Schocker in Quäkerpalme Goldblinker. Warum da eine 8 ist? Ich glaube, das war die Version 8. Es gibt, glaube ich, 12 verschiedene, soweit ich weiß. Ich glaube sogar mehr. Müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Das war auf jeden Fall Version Nummer 8. Hier haben wir Version Nummer 10. Ne? Da ist die 10. Und hier haben wir Goldcracker Pastell. Das sind natürlich auch relativ teuer mit 12 Euro, glaube ich, oder 13. Und das müsste dann ein Kishi sein. Ein Shiki? Nee, doch nicht. Blütensterne Pastell, das ist Nummer 7. Ja. So sehen die Teile aus. Wunderschön. Dann haben wir schon Favoriten von mir hier drin. Und zwar die Triple Thunder Stars. Was aus der Batterie rauskommt, ist gut. Also, das ist reines Quäckling mit Sternen, mit Feuertopf. Wer sie noch nicht gesehen hat, ich glaube, ein Video vom Vorschießen ist bei mir auch schon drauf. Ach, wirklich? Ja, ja, wirklich. Die ist hier 3-mal drin. Können wir gleich mal rausholen. Das war Nummer 1. Hier haben wir Nummer 2. Und dann kommt noch Nummer 3. Also wie gesagt, die kann ich euch ans Herz legen. Momentan kostet sie, glaube ich, immer noch 20 Euro, so wie sonst, wie damals, sage ich jetzt mal. Und für 20 Euro ist das absolut ihr Geld wert. Ja, wie gesagt, wer auf Quäckling steht natürlich, ne? Das ist immer so eine Sache. So, dann haben wir hier eine Funke-Batterie, und zwar die Dalian Cracker Z1 Feuertöpfe und Dalian Stern Cracker Schleif. So sieht die aus. War für eine Funke-Batterie relativ günstig, ich glaube knapp 25 Euro. Deswegen habe ich sie mir mal fürs 0 Uhr Feuerwerk noch mitgenommen. So, dann haben wir hier wieder eine weitere Neuheit, und zwar die King Kongs. Das sind 40 sozusagen jetzt Bombenrohre mit Crackling. Ist auch eine Neuheit, ich glaube um die 15 oder 20 Euro, ich müsste jetzt lügen. Es gibt 3 verschiedene. Es gibt einmal die hier, dann gibt es, glaube ich, noch eine Variante, die ein bisschen mehr NEM hat. Und dann gab es hier halt die Lords. Ja, davon haben wir jetzt 4 Stück hier drin. Das war Nummer 1. Dann haben wir Nummer 2. Nummer 3. Und Nummer 4.
Zu denen kann ich leider noch nichts sagen, weil die hatte ich letztes Jahr noch nicht. Schauen wir uns dies Jahr an, ne? So, dann haben wir noch zwei kleine Verbünde. Und zwar haben wir hier den Exorcist 3. Schöne kleine 100 Schuss Verbundbatterie von Pyrotrade. Müsste ich lügen, ich glaube knapp 50 Euro oder sowas. Ja, ist gut, nimmt man mit. Für den Preis kann man nichts verkehrt machen. So, dann haben wir hier noch einen kleinen Verbund, und zwar die Crazy Gold mit 60 Schuss von StarTrade. Generell StarTrade sind so sehr kleine Batterien als Verbund. Das sieht jetzt gar nicht aus wie ein Verbund. Das ist einmal komplett eine Batterie, wie es hier sieht, wie ich hier sehe, so rum. Was sagt denn die NEM? Ist das ein Verbund? Nee. Könnte eine einzelne Batterie sein, die Crazy Gold. Hat, wenn ihr es wissen wollt, 427,25 Gramm. So. Ja, da wird der Platz schon wieder eng. So, da war das größte Paket auch leer. Dann machen wir mal weiter. So, Freunde, hier haben wir das längste Paket. Nicht das größte, aber das längste. So. Da springt uns wieder etwas Spannendes entgegen. So. Und zwar haben wir hier, dieses Jahr habe ich mir endlich mal die Höllenfeuer geholt. War ja eine Neuheit, glaube ich, von 2021, soweit ich weiß. Oder war schon 22? Ich glaube 21. Dieses Jahr habe ich sie mir geholt, zweimal. Sollen sehr schön sein, die Videos sagen schöne Teile voraus. So, dann haben wir hier die Shell Rockets in 38 mm von Argento. Das war auch ein Ersatzartikel. Ja, war ein Ersatzartikel. Ich habe gerade ein bisschen gestockt, weil ich gerade Raketen sehe, die ich glaube ich gar nicht bestellt habe. Oder habe ich sie nochmal bestellt? Ich weiß es nicht. Ich muss nochmal hingucken. Hier haben wir die Crackerschweif-Raketen von Funke. Die hatte ich letztes Jahr schon, wo die schöne Nachbarin uns sehr gut genervt hat. Ne? Ich weiß nicht, was die für Probleme hat. Jedes Jahr ist das Gleiche. Die ist das ganze Jahr nicht da und irgendwann kommt sie um die Ecke. So, genau, da ist es. Das sind jetzt die... Das kann natürlich sein, dass das zwei Ersatzartikel sind. Und zwar haben wir die Delta Rockets, die 1200. Ja. Und die Ersatzartikel von eben, das waren für die, ich weiß noch nicht, wie sie heißen, auf jeden Fall die 2000er Rockets, also 20 Gramm. Hier, die haben jetzt 12 Gramm pro Rakete, auch von Argento. Und die konnten nicht ausgeliefert werden, weil die Steighöhe von den Raketen zu niedrig war. Sprich, die sind nicht so hoch gekommen oder sind zu lange geflogen. Sprich, dass sie wieder runtergekommen sind. Es kann natürlich sein, dass das halt zwei Ersatzartikel waren jetzt. Weil ich habe alle drei Sorten bestellt. Das ist jetzt nur eine und ich denke mal, unten drunter werden keine Raketen mehr sein. Also waren das die Ersatzartikel sozusagen. So, dann haben wir hier vom Funke noch römische Lichter. Ja, ich glaube, das waren jetzt die 20er. Genau, 20 Schuss. Zweimal. Sind im Verhältnis gesehen die teuersten Rölis. Also was jetzt hier normale bunte Rölis betrifft. Ne? Waren nur die einzigen, die noch da waren. Von daher nehme ich sie mit. Dann haben wir hier nochmal den Ausputzer Vulkan. Den hatten wir ja schon mal, die zwei Stück. Dann hatten wir hier nochmal schöne Smaragde. Zweimal. Schmeiß weg. Zweimal Smaragde. Grün und Rot sind so von den Teilen so meine Favoriten. Ich habe eigentlich gedacht Kristall, aber naja, Kristall weiß ich nicht so. Ich sehe gerade, hier ist nochmal ein Ausputzer. Nochmal Ausputzer Vulkan. So, dann haben wir, geht's weiter hier mit der Nummer 1 von den Schockern, und zwar hier Brokat Weißblinker. Das ist Brokat Weißblinker. Dann haben wir hier zwischendurch mal noch eine Zombie 2. Die ist einfach hier so reingeflattert. Ich muss sagen, ich hatte zwei Standfüße. Fällt mir gerade auf. Ich habe den dritten Standfuß gefunden. Was der im anderen Paket zu suchen hat, weiß ich jetzt auch nicht. So, was haben wir hier? Sommerglück. Habe ich, glaube ich, bestellt für ein Vorfreude-Video. Habe ich mir so an sich noch nicht angeguckt. So, dann geht's weiter. Dann haben wir nochmal die Nummer 6, und zwar Silberquäkerrot von den drei Schlägen.
Ja. Silber Quaker Rot. Und dann kommt die Nummer 2 noch, die Corolla Rotblinker. Hier haben wir Corolla mit der Nummer 2. NEM wäre mal interessant. Habe ich jetzt bei allen vergessen. 83,5. Ich denke mal, die werden alle 83,5 haben. So, dann haben wir hier noch 3 Colored Crosetten von Xplode. Also die bunten. Die waren, glaube ich, auch fürs 0 Uhr Feuerwerk, soweit ich weiß. Sind natürlich auch schon im Preis gestiegen. Die haben damals mal 7 Euro gekostet. Ja, zwischen 6 und 8 Euro, sagen wir es mal so. Und jetzt kriegt man sie schon ab und zu für 12 bis, also von 10 bis 12 Euro. Also die haben ganz schön angezogen, die Crosetten von Xplode. Aber Xplode so generell, also dass das damals mal so ein günstiger Hersteller war, ist jetzt natürlich jetzt sehr teuer. So, wir machen weiter. Wir haben hier eine Pyroshow 61ST. Das ST steht für gesteppt. Das sind Feuertöpfe in Crackling. Zweimal das Ganze. So. Ne? Zweimal Crackling-Feuertöpfe. Jo, das war's von den, glaube ich, Mischpaketen. Naja, jetzt schauen wir uns einfach nur noch mal die Verbünde an. So. Und zwar haben wir hier eine ganz frische Neuheit, die mir übrigens Röder auch reingepackt hat. Sprich, ich habe sie nicht bestellt. Sie war einfach dabei auf meine Palette. Danke dafür. Wir haben hier von Real. Wir haben hier von. And the 4th of July. Here's an actual customer out here. What's the best kind of firework to buy? Ich kann kein Englisch, du Spaß. Where are your parents? Ey, das ist ja neu geworden, müsste man sich vorher mal angucken. Aber auch die Brille nicht auf. So, wir haben hier von Riakeo Fireworks Leidenschaft. Das Design an sich sieht irgendwie aus wie Röder. Ich weiß gar nicht, ob sie da jetzt ihre Finger mit im Spiel haben oder nicht. Ich weiß es nicht. Normalerweise steht ja sonst überall Röder drauf, wenn es Röder gemacht hat. Ich schau mal kurz, ob ich hier irgendwas rausfinden kann. Fireworks, Achtung, bla 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 bla. So, schauen wir mal. Importeur Röder Feuerwerk, Handelsgesellschaft. Sprich, es ist von Röder direkt. Jetzt frage ich mich, was die Abkürzung heißt. Riakeo. Heiko. Keo. Man munkelt. So, hier steht übrigens drauf, dass es einen Stahlkäfig hat. Von daher brauchen wir uns die Mühe nicht machen. Wir lassen es jetzt einfach mal zu. Von draußen sieht es eh schöner aus wie von drin. So, dann haben wir eine Original Box von Leslie. Und zwar die Finest Box. Ne? Oh, das ist ein schweres Klapperding. So sieht das Teil aus. Habe ich mir bestellt. Warum, wieso, weshalb? Weil es geil ist, das Teil. Es hat wirklich schöne Effekte drin. Und ich glaube, ich habe damals noch 100 Euro für bezahlt. Von daher ist das noch ein sehr guter Preis. Hier steht auch drauf, dass es ein Stahlkäfig ist. Ich hoffe aber, dass die 2er VE nicht ein Stahlkäfig ist. Ja, gut. Da kann ich euch das mal zeigen. Das ist übrigens auch eine sehr frische Neuheit. Das ist hier eine Neuheit von diesem Jahr. Und zwar jetzt geht's los. Und es sieht so aus, als ob da gar kein Stahlkäfig drin ist. Schauen wir mal. So sieht's aus. Seht ihr das? Ja, ein bisschen. Hab Brille nicht auf. Jetzt geht's los. Und hier ist auch eine Abrisskante. Wenn jetzt hier noch ein Stahlkäfig drin ist, dann weiß ich es nicht. So, wo hab ich mein Messer hin? Da. Sieht nämlich für mich aus, als ob das schon so, wie es ist, fertig ist. Und da gar kein Stahlkäfig mehr drin ist. Ja, ist kein Stahlkäfig. Aber das ist Pyromüll. Ich habe mich schon gefragt, warum die Scheiße so schwer ist. Gut, okay. Falls das nicht so, das ist halt dieses. Jetzt geht's los von Leslie. Als Bestseller ausgeschrieben. Ich glaube, die ersten zwei Batterien sind vom Effekt her so ein bisschen lasch. Und die letzte haut richtig rein. Ja, davon zweimal, also eine ganze VE.
Jetzt wundert es mich, da stand Stahlkäfig drauf. Jetzt schauen wir doch mal die Reiko noch an. Weil hier war jetzt auch kein Stahlkäfig dabei. So. Zack, zack, zack. Zack, zack. Aber die fühlt sich schon so an, als ob da ein Stahlkäfig drin wäre. Ja. Also die Reiko hat einen Stahlkäfig. Und zur Sicherheit schauen wir mal bei der Pinus-Box auch noch ein. Und auch die hat einen Stahlkäfig. So, ja, denkt man das ja da. So, ich versuche mal ein bisschen was aufzubauen und dann sehen wir uns gleich nochmal zur Endcut wieder. So, Freunde, tja, wie ihr sehen könnt, ich stehe hinter der Kamera. Folgender Grund, kein Platz mehr. Hier seht ihr mal so die Gesamtübersicht von der Röderbestellung. Ja, wir haben 6 verschiedene Schocker. Wir haben 2-mal den Jetzt geht's los, 1-mal die Original Finest Box, ein paar kleine Batterien, ihr habt ja alles gesehen. Also summa summarum ein schönes Komplettset eigentlich. Wenn man so überlegt, ja okay, Böller sind jetzt nicht dabei, ja, aber ihr wisst ja, ich bin nicht so der Böller-Fan. Eher so leuchten Sterne bunt, ne? Ja, von daher würde ich sagen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Mich würde es freuen, wenn ihr den Link unten benutzt für Röder. Ihr helft mir damit unheimlich. Dann werden nämlich bessere Videos folgen können, beziehungsweise mehr Videos. Produkttests, so Einzeltests, wollte ich eigentlich dieses Jahr nicht versuchen. Wir werden mal versuchen, ob wir so schöne Zusammenschnitte machen können mit verschiedensten Artikeln. Deswegen haben wir zum Beispiel auch da ein paar Schockers, das kommt in ein Paket mit rein und. Also Freunde, lasst euch überraschen, was nächstes Jahr kommt. Also weniger Videos, dafür halt mehr Artikel in einem Video. Und danke fürs Zuschauen und lasst ruhig gerne mal ein Abo da, natürlich, und ein Like. Das vergesse ich jedes Mal zu sagen, aber ich denke mal, das macht er sowieso nicht. Also Freunde, macht's gut, bis zum nächsten Video.